Ja, da würde ich meine Waffe ziehen, mein Pferd irgendwo am Eingang des oder irgendwo hier in der Mitte anbinden und mich anfangen damit, die Hütten zu durchsuchen. Ihr seid zu zweit, würde ich sagen. Das ist keine schlechte Idee. Und fast nichts Unbekanntes an. Ich Genau, bleib bei den Jalan. Pferden. Will irgendwer mitkommen? Ich komm mit. So, ich greife meine Isarun und wir gehen in die andere Richtung. Alles klar. Findet So, sich ich. was? Fragezeichen. Blut. Viel Blut, aber keine Leichen. Hier wurde gekämpft, hier wurde gestorben in großer Zahl und Natas Quell. Gut, wie groß war Natas Quell ehemals? Bist dir nicht ganz sicher? Also, du hast natürlich von diesem Paios-Tempel gehört, der hier mal niedergebrannt worden ist. Wie gesagt, viele Jahre her. Gehört auf alle Fälle zur Baronie Retogau. Hatte, wie gesagt, drei Tempel. Hier passen ungefähr 500 Einwohner rein. Das ist also schon ziemlich groß. Keine einzige Leiche, nur viel Blut. Und jetzt ist es eine Geisterstadt. Können wir aus den Spuren irgendwie heraus rekonstruieren, was hier passiert ist? Also ob hier die Dorfbewohner gekämpft haben oder ob es hier irgendwie zu einem Kampf von Feinden gegen irgendwelche kaiserlichen Soldaten oder Söldner gekommen ist. Kriegskunst. Das ist doch unser Talent. Also so professionell, wie das hier aussieht. Es ist auch Kriegstaktik, dass man nicht alles niederbrennt, sondern dass man eben neue einlädt, hier wieder aufzubauen, um dann zu schwächen, um dann dafür zu sorgen, dass sich der Feind hier verausgabt. Und ja, dass man hier eben ein Saatkorn anbietet, auf dem dann wieder Neues errichtet werden kann. Das ist Kriegstaktik und so wie die Leichen hier erschlagen worden sind. So wie hier gehaushaltet worden ist, das ist auf alle Fälle Militär gewesen, was hier angegriffen hat, aus Richtung Norden nach Süden vorgestoßen. Blitzschnell. Zum Glück wurde der Dorfbevölkerung dann nichts getan. Ist natürlich kein schöner Anblick hier, aber das scheint dann wenigstens ein hoffentlich Rondra-gefälliger Kampf gewesen zu sein. Wir haben nur Blut gefunden. Habt ihr irgendwas gefunden? Nichts von Wert oder von Bestand. Vielleicht haben sie die Leichen ja mitgenommen. Oder Schlimmeres. Werden sie wohl müssen. Hier liegt viel zu viel Blut dafür, dass hier keine Leichen sind. Meinst du mit Schlimmeres? Wir können wohl nicht ausschließen, dass der Drache oder einer seiner Diener sie wieder hat auferstehen lassen. Und Tote? Vermutlich. Wie zerstört sind die Tempel? Also ist in denen noch zu nächtigen oder ist das unmöglich? Ich würde mir mal den Garten des Reine Tempels anschauen. Die Kräuter existieren wohl auch noch. Du kannst sehen, dass die Bänke im Inneren zertrümmert sind. Also, das ist auf alle Fälle geschändet, das Ding. Auch der Altar wurde mit einem großen Hammer oder sowas beschädigt. Definitiv entweiht. Aber da kann man auf alle Fälle nächtigen. Also, der ist groß genug und da hat man auch nicht alles angezündet. Also, die sind wie gesagt keine rauchenden Trümmern, aber die müssen neu bestückt werden. Wir könnten natürlich uns aber standesgemäß einquartieren und das Gutshaus nehmen. Wir sollten eine möglichst einfach zu verteidigende Position einnehmen. Das wäre das Gutshaus. Denkt ihr? Da sind viele Zugänge. Und ich meine, die Garreter sind ja in ihrem Baustil gerne mal ein wenig eigen, aber zumindest haben sie hier eine Mauer drum gezogen. Naja, Ist das eine da habt ihr Mauer nicht oder ein Graben? Unrecht. Was ist denn ein Graben, oder? Bitte? Das ist eine Mauer oder ein Graben? Ich sehe es auf der Glaube ich, Karte gerade nicht richtig. Graben. Da ist ein Fluss, also du kannst da auch eine Brücke Stimmt. erkennen. Du weißt nicht genau, das wird wohl so eine ehemalige Mini-Insel gewesen sein, die sie damit so einem künstlichen Kanal dann zumindest versehen haben, ja. Ja, auf der Karte sah das erst aus wie eine Mauer. Aber für gewöhnlich ist das Herrenhaus immer das am besten zu verteidigen, weil sich dort ja auch der Hofstaat flüchten können muss. Es sei denn, einer der Tempel ist ein Wehrtempel, aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Das denke ich mal nicht.
Rhein und Etravia haben, trotz ihrer zahlreichen Tempel, wenig die Angewohnheit, solche zu errichten. Meistens dann doch in Verbindung mit der Rondra-Kirche. Wir sollten aber auf jeden Fall Wachen aufstellen. Ohne Zweifel. Die Kräuter im Garten scheinen noch halbwegs intakt zu sein. Könntet ihr genau sagen, wie lange der Angriff her ist? Und wie alt ist das Blut vor allem? Richtig. Ich fand es schwer einzuschätzen. Könnte einige Tage sein oder vielleicht auch nur wenige was Tage. Was sagt meine Kriegskunst? Vor oder nach der Schlacht an Gareth? Mehrere Tage. Also mehrere Tage. Jetzt aktuell haben wir den 8. Ingrim, den Abend des 8. Ingrim. Am 29. Pereine war die Schlacht in den Wolken und am 24. Pereine war die Schlacht von Werheim. Schwer zu sagen, aber es ist nicht frisch. Ich nehme an, es besteht keine unmittelbare. Gut. Das Wahrscheinlichste ist natürlich, dass es noch von überbleibenden Söldnern von Galatas Armee alles geschehen ist. Und ja, wir wissen, dass der widerwärtige Drache in Werheim sitzt und versucht, neue Tote zu erheben. Verdammter Drache. Ich dachte, das Boltax. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Ja, das müssen wir. Das machen wir. Na dann suchen wir uns ein paar Zimmer, bringen die Pferde hinter das Gutshaus, habt ihr es genannt? Gutshaus. Und stellen Wachen auf und dann schauen wir mal, was die Nacht so bringt. Dieser Ort macht mich traurig. Kann ich verstehen. In der Tat. Wir sollten aber wirklich nicht auf der Reichsstraße bleiben. Ab morgen, wir sollten versuchen, doch über Südosten zu reisen. Wir sollen uns die Vierungeweihte dann wiederfinden. Das wird uns vor allem Zeit kosten. Nun, die müssen wir als erstes ansammeln. Nun, es wird uns zwar Zeit kosten, aber nach dem, was wir hier gesehen haben, ich glaube, die werden wir alles noch sehen, wenn wir weiterhin auf der Reichsstraße reiten, in Hastin oder gab es noch Romilis. Nun, die Vierungeweihte ist doch sicherlich die Person, die sich am besten in den Wäldern auskennen wird. Wenn wir ihr Zeichen hinterlassen, dann wird sie diese auch finden können. Ich bin mir sicher, bis zum Morgengrauen wird sie sich sowieso wieder eingefunden haben. Na, vermutlich richtig. Wir sollten immer möglichst einen Magier mit auf jeder Wachschicht haben, würde ich sagen. Würde mich nicht wundern, wenn ihr tatsächlich irgendwelche Untoten herumfleuchen. Oder Dämon. Muss nicht. Muss nicht? Muss nicht. Ich hab's zuerst gesagt. Auf jeden Fall, mir übernimmt die erste. Isarun, ich denke, wir machen jetzt mal der Kiaras. Nehmt ihr euch Boltax für die dritte? Na gut, mach ich. Okay. Gut. Wesen haben wir die erste Wache bestraft. Das ist richtig. Warum kriegt ihr die dritte? Scheiße. Obwohl, die dritte ist auch okay. Die zweite ist scheiße. Ja, die zweite ist die Stimme. Ein wenig früh aufstehen ist nun wirklich nicht das Schlimmste. In der Tat. Dann sollten wir uns wohl ein Bettchen suchen. Und die Wache steht dann am Fenster und kann dann gucken über die Trümmer oder wie? Naja, vielleicht sollten wir auch ein bisschen patrouillieren. Hält uns wach. Dafür seid ihr ja zu zweit. Denke ich auch. Oh, dann suchen wir uns mal ein gemütliches Zimmer. Ja, wenn ihr das Herrenhaus einmal betretet, ihr könnt sehen, dass die Tür auch aufgebrochen ist. Also auch hier wurde im Inneren gekämpft, auch hier viel Blut, aber keine Leichen. Die Betten wurden teilweise auch angezündet, sind dann von alleine wieder ausgegangen oder sie wurden dann durch den Regen durchnässt, wenn irgendwelche Löcher am Dach sind. Aber ihr werdet auf alle Fälle dann einen Unterschlupf im entweder zweiten oder im ersten Stock bekommen. Ich vermute mal, im zweiten mit der Treppe ist das wesentlich einfacher zu verteidigen, da habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit. Das ist zumindest dann der Vorschlag von Ignar. Die erste Wache. Ihr habt aktuell noch
Essen eingepackt. Das wird nicht für die ganze Reise dauern. Da werdet ihr auf alle Fälle noch jagen müssen, beziehungsweise Kräuter sammeln. Aber zumindest könnt ihr euch mit dem mitgebrachten Essen heute Nacht noch versorgen. Irgendwelche Geschichten, die ihr dann auspacken wollt, während ja, die einen dann versuchen, langsam wegzuschlafen und die anderen Wache halten? Ja, alte Kriegsgeschichten aus Alanfa. Aus dem Dschungel. Gut. Utulu-Jagd. Ich würde mir von Abel mir die Magie erklären lassen. Oh, ja. Oh, jetzt kommt der nächste an. Also, dass er mir ein bisschen beibringt, wie das alles funktioniert, warum seine Gilde die bessere ist und wie auch immer, was ich alles nicht so verstehe, wie dieses Guardianums-Dings heißt, nochmal heißt und warum das wichtig ist. Erklär dir bestimmte Handgriffe, wenn du bei einem gegnerischen Magier bestimmte Handgriffe siehst, spring in Deckung. Ah, okay. Aha, okay, was passiert denn, wenn er so macht, da bei mir, wenn er dann so auf mich zeigt? Und dann, für gewöhnlich fliegt eine Feuerlanze aus seinen Händen und, nun ja, wird dich in ein schön geröstetes Stück Fleisch verwandeln. Ah. Dies solltest du möglichst vermeiden. Da bin ich ganz bei dir, bei mir, das sollten wir möglichst vermeiden, dass ich ein Stück Fleisch dann und auch bin. Wer hält Wache? Ich und Abel mir, die erste Wache. Sinnschärfe. Das ist nicht so richtig gut. Ach, fuck. Bukat. Hm? Ja, die anderen haben sich hingelegt in ihre Schlafsäcke, oder wie? Ja. Mhm. Ja. Aber mir, du kannst plötzlich bemerken, wie irgendjemand am Feld vorbeigegangen ist und sich wohl, du kannst das Trappeln von Hufen hören. Da hinten, Ravim. Was habe mir? Ein Pferd. Dort, zeig mal in die Richtung. Ja, ich zieh mal meine Waffe und dann schaue ich mal in die Richtung, ob ich irgendwas entdecken kann. Ja, du kannst jetzt erkennen, wie, ja, viel zu spät, also für eine Wache, einfach total nachlässig, sehen, wie jetzt zwischen dem Perine-Tempel und dem Gebäude im Süden von hier Fronia mit zwei Menschen in Begleitung kommt. Sie selbst geht neben dem Pferd und hat da wohl eine schwer verletzte Frau auf das Pferd gesetzt und daneben ein weiterer Mensch, der dann auch sich umsieht und dich dann auch tatsächlich am Fenster erkennen kann. Also du siehst seine blitzenden Augen und er schaut dich misstrauisch an. Ja, ich würde mal nach unten, nach draußen laufen. Da seid ihr ja wieder. Also du machst keine Meldung, gut. Wenn ich die da draußen sehe, gehe ich so auf die zu. Ja, alles klar. Ja, wen habt ihr da eingesammelt? Gut, aber wir rennen auch mit nach draußen. Firon zum Gruß. Ich darf vorstellen, das ist Agunde Ochsweide von Rabenmund und ihr Mann Phexarios. Ich hab sie in den Wäldern getroffen. Fex zum Gruß. Fex zum Gruß. Kurz zum Gruß. Schaffe sie erstmal ins Haus, sie scheinen verletzt zu sein. Ja, Fronia lässt erstmal ihr Pferd am Brunnen ein bisschen trinken, damit es da ja sich wieder ein bisschen erholen kann und ihr könnt dann gemeinsam mit den beiden Rabenmuntern nach drinnen treten. Es ist noch relativ früh. Ihr würdet so sagen, Rafim mit deinem inneren Kompass, so gegen 9:30 möchtest du meinen. Also die Sonne ist mittlerweile schon untergegangen. Die anderen haben wohl auch die letzten Gespräche eingestellt und sind auch gerade schon am Schlafen. Wenn möglich, sollten wir unsere Lautstärke ein bisschen runterfahren. Die anderen schlafen schon. Die müssen nachher noch Wache halten. Danke. Habt ihr etwas zu essen für uns? Natürlich. Ich reiche hier mal so ein Paket irgendwie. Ja, du wirst sehen, wie sie mit einer Hand ziemlich ungeschickt versucht, das Ganze zu öffnen, kriegt das wohl nicht hin. Und ihr Mann wollte gerade wohl auch dazugehen, der dann umso ja gewandter mit seinen Fingern ist. Und dann kannst du dann auch herantreten, das Ganze dann öffnen und dann den Trockenschinken oder was auch immer ihr dann besorgt habt, kann sie dann nach und nach essen. Du siehst, dass ihre Hand behandschuht ist, also zumindest die eine, und sich kein einziger Finger daran bewegt. Was ist mit euch geschehen? Wir sind geflohen. Erzähl du es, Schatz. Ja, wie gesagt, wir sind aus den Wäldern gekommen. Die Firon-Geweihte hat uns
hat uns geholfen, hat gesagt, dass wir in Natas Quell wohl Menschen finden. Wir sind über die Dergel vor ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Wir sind eigentlich gekommen von Ochsenweide und bei Gassel, da haben wir Verwandte, Raben unter Familie und da dann über Horet, Appelhof in Richtung Süden. Hier in den Wäldern hat sie uns, wie gesagt, dann gefunden und Papazia ist gefallen, habt ihr mitbekommen? Ja. Lässt sich kaum vermeiden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Seitdem Werheim, also wir haben gehört, dass Werheim wohl zerstört wurde und seitdem ziehen unheimliche Menschen durch die Wälder und schwarze Schrecken, namenloses Grauen, was in den Wäldern sitzt und wir waren uns nicht ganz sicher, weil Ochsweide nicht direkt an einer Straße liegt, sondern eben nur so sehr schwach zu erreichen ist und dann mit der Dergel im Rücken dachten wir zuerst, dass wir uns verteidigen können, aber da drüben ist es finster. Warum wart ihr nicht namenlose auf Schrecken, die in den. Was? Auf Burg Rabenmund? Ja, die seid doch auch Rabenmundler. Ja, schon, aber die. Der Patien ist riesig. Wir haben dort zwar Familie, aber mit Answin haben wir selber nichts zu tun. Ach so. Wir gehören zu Bergart. Entschuldigt, ich kannte nur einen Rabenmund. Aber ihr kennt. Okay, aber zumindest kennt ihr Answin, ja. Nee, wie gesagt, wir gehören zu Bergart. Wir haben mit Answin wenig zu tun. Da sitzt eine ganze Reichsstraße dann zwischen uns und familiärer Zwist. Und ihr seid die einzigen Überlebenden aus eurem, aus Ochsen? Beide? Ja, zumindest sind wir dann geflohen. Also, was heißt geflohen? Wir mussten das Dorf, die Ortschaft einfach aufgeben. Sind die Bauern mit euch geflohen? Die Bauern haben uns bereits im Vorfeld, nachdem wir dann evakuiert worden sind, haben sie uns dann verlassen und sind dann über die Dergel dann in Richtung Horet gereist. Aber das ist schon. Wir haben selbst von diesen Gaugrafen nichts gehört, aber Vertreter von den Gaugrafen sind dann bei uns vorbeigekommen und haben dann die Bauern evakuieren lassen und daher war nur noch eine Rumpfmannschaft in Ochsenweide. Ah, okay. Lasst mich eure Verletzung behandeln. Zeigt einmal her. Oh, das. Wenn ihr seid Magier, vielleicht schafft ihr es ja. Sie zieht sich ihre Hand aus, die Handschuhe, und du siehst, wie ihr Arm verkrüppelt und vertrocknet ist. Er sieht fast aus wie ein toter Ast. Was ist das? Was ist mit euch geschehen? Das sind die ungenannten Schrecken aus den Wäldern. Konntet ihr euch dagegen wehren oder war das unmöglich? Es haben zuerst Ängste übermannt. Wir haben Asche im Mund geschmeckt und grüne Blitze in den Wäldern gesehen, aber wenn die Straßen aufhören und wir waren auf der Flucht vor den Söldnern, der sie hatten ein Geiersymbol auf ihrer Brust. Ich glaube, es waren die Erzdämonen von Ruhe und Friedlosigkeit. Wir haben Asche auf unserem Mund geschmeckt und wir wurden geflutet von Visionen und dann haben wir plötzlich diesen hochaufragenden Schatten gesehen, ein Wesen, dürr und fahl und 3 Meter hoch sicherlich. Es berührte mich an dieser Stelle und dann weiß ich nichts mehr. Ich tipp mal so verschiedene Stellen an ihrem Arm ab. Merkt ihr das? Nein, der Arm ist tot. Ich weiß, wie gesagt, nicht was. Ich fürchte, dieser Arm muss amputiert werden. Ich bin zwar kein, nun ja, wie sagt man, schön Heiler, aber ich glaube nicht, dass man da noch etwas tun kann. Breitet es sich aus oder ist es auf euren Arm beschränkt? Nein, es breitet sich nicht aus, also zumindest nachdem er mich berührt hat, ist es nicht weitergewachsen. Die anderen, ihr könnt, nachdem ihr sehr unruhig geschlafen habt, könnt ihr zumindest wieder wach werden. Wie gesagt, die Albträume haben euch auch ebenso wieder nicht losgelassen diese Nacht. Boltax hingegen kann natürlich sehr gut schlafen, der schnarcht da gerade so vor sich hin, aber die anderen werdet dann so ein bisschen aus dem Schlaf wachgerüttelt, irgendwelche Stimmen, die ihr gehört habt. Jetzt zusätzlich dieses Schnarchen von Boltax, was lauter und lauter ist und wie er sich da gerade mit Igna so einen kleinen Krieg liefert.
Abel, mir und Rafim sind nicht an ihrer Stelle. Also kann ich regenerieren? Du dürftest regenerieren, wenn sie dich jetzt schlafen lassen. Gut. Das war nur die prinzipielle Frage. Genau, du bist nicht verflucht. Also wir werden wach, obwohl wir nicht geweckt wurden, ja? Ihr werdet wach von Brummeln, von Albträumen und dann von dem Schreck, der in euch fährt, wenn ihr das dann nach und nach seht. Also wie gesagt, ihr hört irgendwie Stimmen von unten, könnt das nicht genau zuordnen. Ups, ich erst mal Isarone an. Oh, wer sägt denn hier? Jetzt wo sind die anderen? Wollte ich euch gerade fragen. Wir wollen jemanden reden. Ja, schnell, ans Fenster. Isarone hechtet los. Ja, du hechtest nach draußen, beziehungsweise ans Fenster und kannst sehen, wie Frunia, genau, du kannst sehen, wie Frunia wohl gerade da das Pferd anbindet und dann in Richtung eures Hauses ist. Also wie selbstverständlich, als ob sie wüsste, dass ihr dort drin seid. Ach, die Vierungeweite ist wieder da. Moment, ich bin gleich da. Ich brauche ein Glas Wasser. Ich habe wieder so einen widerlichen Geschmack auf dem Mund. Deswegen werden sie unten sein. Hat ihr die Stundenkerze im Blick? Wir haben nicht viel geschlafen. Ich fühle mich ewig gerädert. Egal, jetzt sind wir auf den Beinen. Jetzt können wir die Beine noch ablösen. Oh, ich nehme gleich mein Kissen und erdrossel den. Noch nicht meine Wache. Ich schlafe im Stall. Bis später weckt mich auf. Ja, komm, wir gehen mal zu den anderen runter. Ja. Ist der Beutag schlafen? Ja. Ja. Der hat nachher noch Wache. Der wird schon früh genug geweckt. Ja, Isarun wirft sich dann noch schnell ihren Magierrobe über und dann geht's runter. Und aber mir, glaubst du, kannst was machen oder sollten wir direkt den Arm mal abschneiden? Oh, Fex zum Gruß. Verzeiht, waren wir zu laut? Warum? Bei 12 Göttern? Seid ihr beiden nicht auf eurem Posten? Wir haben etwas gefunden. Und warum steht ihr beide dann hier unten und seid nicht auf eurem Posten? Naja, verzeiht, wie gesagt, das war wohl unsere Schuld. Ihr gehört dazu? Der gleiche Haufen. Er hebt sich gewandt und kommt dann auf euch zu. Vexarius, ich bin Vexarius Rabenmund und das ist meine Frau Agunde Ochsweide. Rabenmund. Zweifel zum Gruße. Was führt euch denn hierher? Ja, Arm. Die Finstermark. Die Flucht. Aber ja, meine Frau ist verletzt. Ich sehe, mein Kollege kümmert sich. Ich fürchte, für diesen Arm kann man nichts mehr tun. Wie sieht das denn aus? Ich kann dann doch noch herbeigeschlurft. Frunia, geht mal fertig, kümmere mich drum. Oh, Gäste. Guten Abend. Ja, Frunia betritt auch gerade die Tür, schließt dann hinter sich. Ah, diese Nacht wird finster. Ich habe einige Wolken gesehen, die aufziehen. Könnte sehr kalt werden und sicherlich auch wieder regnen. Ein Gewitter, was sich dort anbahnt. Abelmir, was sagt eure Analyse? Nun, ich fürchte, dieser Arm muss amputiert werden. Ja, aber wirkt dort noch irgendetwas Aktives? Ich habe ihn mal noch magisch nicht untersucht. Meine Kraft ist in letzter Zeit etwas, eingeschränkt. Diese Träume... Oh, Maraja, das sieht ja wirklich nicht gut aus. Da müsste man per Reinige weiter drauf schauen. Haben wir gerade nicht. Nein, haben wir tatsächlich nicht. Ich glaube, meine geringen Heilkräfte lohnen da nicht. Habt ihr bereits eine Untersuchung auf Dämonenmale vorgenommen? Nein, die sind erst vor einer halben Stunde eingetroffen und sie hatten Hunger und waren verletzt. Ich verwehre mich dessen. Wir sind keine Paktierer, auch wenn es so aussehen mag. Bei Fex, das schwöre ich. Dennoch müssen wir sicher gehen. Man weiß nie in diesen Zeiten. Das versteht ihr doch sicher. Ja, selbstverständlich verstehe ich es, aber... aussprechen. Dieser unverhohlene Hass, der uns entgegenschreit, nur weil wir rabenmunter sind. So, bisher hat euch noch gar keiner gehasst. Jetzt entspannt euch mal. Ja, der Bandstrahler sehr wohl. Ich spüre doch seine inneren Zwiste. Er ist ein Bandstrahler, das ist seine Aufgabe. Er sieht immer so aus. Wie laut ist der Heilungsgefällige Tod? Ich verstehe, dass man in diesen Zeiten vorsichtig sein muss, aber trotzdem, ich möchte nicht, dass das auf irgendwelche politischen Querelen herausläuft.
solltet neutral bleiben. Und selbstverständlich darf sie auf Dimmo oder auch gerne ich, du kannst auch sehen, wie seine Rüstung definitiv Rabensymbole aufweist. Er fängt erstmal an, die dann auszuziehen, seinen Wappenrock. Also er trägt tatsächlich als offener Fixgeweihter einen Wappenrock, was sehr merkwürdig aussieht, weil er das normalerweise nur bei Händlern gesehen hat. Aber er ist tatsächlich kriegerisch. Legt dann ein Schwert und Wappenrock dann vor sich hin und gürtet sich dann ab. Könnt sehen, dass er auch unglaublich stinkt. Also er hat wohl viel geschwitzt in der letzten Zeit. Und hilft dann nach und nach auch Gunde seiner Frau beim Auskleiden, zumindest bis zum Unterkleid. Ihr, meine Freunde, braucht beide erst einmal ein Bad. Über anderes können wir später reden. Und ihr habt schon gegessen, getrunken. Ich war so frei, Ihnen ein Proviantpaket zu überlassen. Ah, wenigstens etwas. Ja, lasst mich vielleicht gerade noch einmal auf den Arm schauen, ob wir da nicht irgendeine Magie noch am Wirken haben. Ich spreche dann einen Odem, lasse mir dabei Zeit. Wo ist er? Da ist er und spreche die Formel Tividias. Der Arm ist magisch. Hund ab oder kann er dranbleiben? Also hier ist definitiv noch aktive Magie am Werke. Dann muss er. Das ist nicht so gut. Bedarf vielleicht noch. Gute Frage. Kann ich das schon mit meinen Dingenspunkten da raussuchen? Das kommt beim Odem drauf an, wie viele. Also dämonisch ist drin. Jetzt weiß ich nicht, ob die Sphäre da auch nochmal drin ist. Das müsste ja beim Odem drin stehen. Ich glaube, die kommt erst beim Analys. Nee, genau. Nee. Also die Domäne kann man da jetzt nicht raussuchen. Aber man kann halt gucken, ob das irgendwie dämonisch ist. Also es ist dämonisch, ja, aber die Domäne verrate ich dir nicht. Na gut, es ist skelettiert, das sollte klar sein. Ich denke, wir sollten ihren Arm oberhalb der, was auch immer das für eine Verwundung ist, abtrennen und die Magier heilen sie dann. Wenn es irgendwo in der Nähe einen Pereinigweiten geben würde, würde ich davon abraten, aber da es keine mehr davon gibt, muss ich dem leider zustimmen. Ich denke nicht, dass der Arm zu retten ist. Wie lange, sagtet ihr, ist denn das schon her, seit der Arm so verdorrt ist? Seit sicherlich einer Woche oder so. Wir haben die Tage nicht ganz gezählt, seitdem wir eben aufgebrochen sind. Das war noch drüben in der Partien oder Finstermark. Aber es verfolgt uns. Es ist ein hochaufragender Schatten, wie gesagt. Wir haben ihn gesehen in unseren Träumen und in der Nacht. Gewöhnlich durch einen. Wir versinken in der Schwärze. Es ist wie, als drückt man einen Kopf unter eiskaltes Wasser und eine Stimme, die dann in deinem Kopf mit dir wispert und dich mit Sprachen flutet, die du nicht begreifen kannst. Und es ist ein Schrei in deinem Kopf, der kakophonisch widerhallt und anschwillt und dann zerbricht und leise wird und ein Heulen und Kreischen. Kombination mit Albträumen? Seit der Schlacht von Werheim, ja. Ja, ich fürchte, das ist tatsächlich schon zu lange her. Ich fürchte, der Kollege hat recht, der Arm muss ab. Ja, davor haben wir uns bisher gedrückt, aber ich glaube, es ist tatsächlich das Beste. Wollt ihr es tun oder soll ich das machen? Eine einzelne Träne rinnt Agunde runter. Wir sollten dies auf fachkundigen Weg machen. Ich denke, Kiaras ist am besten geeignet. Ich? Nun, es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass ich eine Apportation vornehmen muss, doch. Na gut, wenn es denn sein muss. Ihr wollt es auf den Tisch legen. Sollten ja, helfen, sie festzuhalten. Ja, dann reicht mir euren Gürtel. Ich bleib dann noch auf der Treppe stehen und geb ihm meinen Gürtel mit seinem Schwert dran. Das Schwert reicht dir wieder zurück, ich wollte bloß den Gürtel haben. Ist da festgebunden, aber in mir. Ist so. Ja, kannst du dran friemeln und dann gehe ich hoch und weg Bortax auf. Übel. Tax! Warum kennt sich die Kräutern aus, ja? Ja. Rafim, hol dein Zweihänder.
Was ist natürlich, kenne ich wie viel Heilkräuter, bin ich schon dran? Komm mit. Immer Mann, wieso? Ja, gut. Im Perine-Tempel sind noch welche, habe ich gesehen. Im Garten. Warte. Ja, ich komme. Also wenn ihr einen Magier bereit habt, der direkt hier so einen Heilzauber sprechen kann, ich kann den Arm sauber abtrennen, das ist kein Problem. Ihr wollt ihn auch nicht wirklich einem Zweihänder Arm abtrennen, ihr verrückt? Das geht am schnellsten, und da haben wir einen. Das, nimmt einen Dolch einen Scharfen, verdammt. Komm dann aber runter. Aber mir mein Schwert ist dran. Leidet über Minuten hinweg oder es mit einem einzigen schnellen Streich hinter uns bringen? Verdammt, was ist denn hier los? Die Herrschaften gedenken, eine Amputation vorzunehmen. Wieso? Was? Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Soll ich ihn heilen? Naja, Arm ist dämonisch und muss ab. Ich fürchte, halt für eine Heilung ist es zu spät. Nun, vielleicht für euch, aber... Nun, Sumus Kräfte können da Wunder wirken. Bekommt ihr das Dämonische da raus? Weil wenn ihr ihn nur heilt und er ist danach weiterhin dämonisch, nichts gewonnen. Ich blicke mal etwas Hilfesuchen zu Isarun hinüber. Darüber können wir uns dann Gedanken machen. Ihr könnt auch sicherlich das Dämonische da rauskriegen. Aber wir sollten uns jetzt erstmal Gedanken darum machen, dass der Arm... Nein, wir müssen erst das Dämonische daraus bekommen, weil wir nicht wissen, was das für eine Wirkung hat. Genau, also ich kann das natürlich noch genauer analysieren, aber die Tatsache, dass es etwas Dämonisches ist, dass das auch schon seit etwa einer Woche ist, das ist nichts Gutes. Das sieht fast aus, als wenn jemand das Leben aus dem Fleisch gesaugt hätte. Ich bin keine Heilmagierin, das übersteigt meine Expertise. Aber ihr könnt das Dämonische daraus kriegen. Das... Ja oder nein? Die Sache ist die. Dämonische Essenzen kann man natürlich exorzieren. Wenn die aber an einen Körper gebunden werden, kann es sein, dass der Körper mit in die Niederhöllen gerissen wird. Das wollen wir nicht.